Ein Spiel, das es in sich hat. Ein Spiel, das eine Menge verspricht. Herzlich willkommen, liebe Fußballfans. Ich begrüße Sie zu unserem heutigen Abendspiel hier in Anfield. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Und wir zeigen heute eine Begegnung aus der Premier League. Liverpool gegen Arsenal. Also ich freue mich auf dieses Spiel, Wolf. Ich glaube, das wird unterhaltsam und das wird hochklassig. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Cody Gakpo. Da schießt er daneben. Na, da hatten seine Spieler eigentlich alles richtig gemacht und dann vergeben sie hier den Führungstreffer. Er kann es nicht fassen. Hier ist die Aufstellung von Liverpool. Im Tor ist Alisson. Andrew Robertson spielt mit Trent Alexander-Arnold in der Abwehr. Gakpo! Sie gehen hier schon früh in Führung. Damit haben sie erstmal alles im Griff. Ja, wir sehen es in der Wiederholung. Da ist ein teurer Ballverlust. So kommt die Chance überhaupt erst zustande und so fällt dann auch das Tor. Der Trainer wird sauer sein. Riesenfreude natürlich beim Trainer. Ein wichtiges Tor. Sie liegen vorne. Und jetzt können sie ihr Spiel aufziehen. Jetzt haben sie erstmal alles im Griff. So, Arsenal ist hinten. Schauen wir mal, wie sie jetzt auf diesen Gegentreffer reagieren. Gabriel Martinelli. Klasse durchgesetzt. Cody Gakpo. Und da ist er vorbei am Verteidiger. Sie können es machen. Sie legen noch eine nach. Doppelschlag binnen weniger Minuten. Und jetzt ist der Jubel natürlich groß. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und dann das Tor aus kurzer Distanz. Starke Aktion. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Ødegaards. Schön durchgesetzt. Gefährliche Szene. Klasse dazwischen gegangen. Da wollten die Fans einen Elfmeter. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Geblockt, aber weiter Gefahr. McAllister. Liverpool verliert hier den Ball. Schönes Pressing jetzt. Gabriel Jesus. Gut durchgesetzt, gefährlich. Jetzt sind sie dran. Noch ein Tor, dann haben sie den Ausgleich. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert. Und da gibt es nichts mehr zu halten. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Mohamed Salah. Die Chance! Echte Gefahr kommt da nicht auf, weil er natürlich zur Stelle ist. Der Ball ist erstmal rausgespielt.
Declan Rice. Ødegaard. Saka. Ball jetzt bei Gabriel Jesus. Wieder Gabriel Jesus. Ja, natürlich eine gute Parade. Die Gunners kriegen den Vorteil. Den Ball holt er gut verteidigt. Es gibt hier Freistoß für Arsenal. Declan Rice. Da muss er aufpassen. Ecke für Arsenal. Gabriel. Benjamin White. Jetzt Bukayo Saka. Kein Problem, den hat er. Luis Diaz. Ball weiter im Spiel, könnte durchaus gefährlich werden. Klasse Einsatz. Gute Aktion. Gehalten. Ich weiß nicht, ob wir hier die Wiederholung noch gebraucht hätten. War ja eigentlich in Echtzeit schon recht deutlich. Ja, aber so gibt es dann eben keine Diskussionen mehr. Ecke kommt lang. Guter Einsatz, da ist er da. Da kommt die Flanke. Ramsdale hält. Da konnte er sich nicht so richtig entfalten, wie er wollte. Abwehr verhindert da einen gefährlicheren Kopfball. Unglaubliches Staunen auch am Spielfeldrand. Klar, das war eine Riesenchance, aber nichts ist es, kein Tor und er kann sich noch nicht entspannen. Guter Zweikampf, gibt Einwurf. Macht da gut Druck. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Muss es was sein? Der ist drin. Ausgleich. Ein ganz starkes Comeback nach 2 Toren Rückstand. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und dann ist das toll gemacht im 1 gegen 1. Wunderbar durchgesetzt. Er muss jetzt reagieren, ist ja klar. Es sah so gut aus, aber jetzt ist die Führung erstmal wieder weg. Und das gefällt ihm überhaupt nicht. Martin Ødegaard. Das Zuspiel von Thiago wird abgefangen. Gutes Tackling. Wir sehen das frühe Pressing.
Mohamed Salama. Gakpo. Schöner Befreiungsschlag. Der Ballverlust von Thiago. Saka. Gabriel. Ball bei Partey. Arsenal mit dem Ballverlust. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Schön zugemacht. Gut aufgepasst. Flanke Mohamed Salah. Kein Problem für den Torhüter. Gakpo. Ballverlust Liverpool. Es gibt Einwurf nach diesem guten Zweikampf. Ball im Aus. Das frühe Stören jetzt. Gabriel Jesus. Er lässt sich da nicht aufhalten. Van Dijk mit dem Ballverlust. Jetzt haben sie durchaus Platz für den Konter. Fahne ist oben, abseits. William Saliba. Ball jetzt bei Partey. Und Arsenal greift an. Aber da machen sie dicht. Klar, das ist abseits. Sie sind ein wenig selber schuld. Weil sie zu hastig waren. Da müssen sie abwarten, bis wieder alle aus dem Abseits raus sind. Aber dann kommt dieser Pass. Das ist ärgerlich. Die Mitspieler bieten sich an. Gefahr ist da, kommt raus, ganz energisch. Gefahr bereinigt. Thiago mit dem Ballverlust. Saka. Jetzt Bukayo Saka. Ødegaard ist das. Der Schuss war nicht besonders, er geht weit vorbei. Liverpool mit dem Ballverlust. Er macht das ganz sicher. Gut geblockt. Da ist der Ballverlust. Ja, energischer Vorstoß. Chance zur Führung. Parade Alisson. Aber Gefahr noch nicht bereinigt. Es gibt Abstoß. Da hätte er mehr draus machen können. Mit einer super Parade die Führung verhindert. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken dürfen. Arsenal kann es nicht fassen. Ballbesitz erstmal abgegeben. Mohamed Salah. Wird das die Führung? Sie sind wieder da. Erneute Führung. Was für ein Tor.
Geht er natürlich klasse an ihm vorbei, lässt ihn einfach stehen und macht das Tor. Eine super Aktion. Besser geht's nicht. Wir sehen die Reaktion des Trainers. Er freut sich natürlich über dieses Führungstor. Er spürt, jetzt hat die Mannschaft das hier im Griff. Drei zu zwei also. Da ist alles drin. Saka. Jetzt Bukayo Saka. Ganz wichtig, da muss er hin. Den Schuss hält der Torwart. Gute Gelegenheit und das wäre dann sein zweites Tor heute gewesen. Saka bringt die Ecke rein. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Erneut Ecke. Und jetzt können wir uns diese Szene nochmal anschauen. Ecke kommt rein. Situation geklärt von Van Dijk. Da zieht er ab. Alisson hält. Ball ist noch im Spiel. Super gehalten. Aber Szene wird abgepfiffen, war abseits. Jones. Luis Diaz. Ball kommt rein. Er spielt den Ball raus. Saka. Früh stören, da musst du erstmal gegen ankommen. Ballgewinn. Ja, klasse, Ball erstmal weg. Arsenal mit einem Tor hinten, vielleicht nutzen sie diese Ecke. Liverpool mit dem Wechsel. Gabriel Martinelli führt die Ecke aus. Sie bringen den Ball raus nach dieser Ecke. Und damit ist diese erste Spielhälfte hier in Anfield beendet. Gabriel Jesus hat bislang eine gute Leistung gezeigt, oder? Macht da vorne ein gutes Spiel, aber die Mannschaft schwächelt und deshalb liegen sie im Moment hinten. Die knappe Führung also für Liverpool. Wir gehen rein in den zweiten Spielabschnitt. Diogo Jota, da passt der Torhüter auf. Jetzt kann das Tor fallen. Lässt sich nicht beirren, den hält er. Jetzt kommt die Ecke. Der Kopfball war richtig gefährlich. Aber ganz, ganz stark gehalten. White. Benjamin White. Klasse, wie er da hingeht. Alexis. Sie bringen den Ball nach vorne. Jetzt muss die Defensive aufpassen. Thiago mit der Chance. Gute Parade.
Arsenal mit dem Wechsel. Ecke kommt lang. Das ist der Befreiungsschlag. Aus der Ecke wird also nichts. Die Chance. Ball ist erstmal raus. Super Parade. Jorginho. Chance zum Konter. Klasse reingespielt. Stark verteidigt. Da sind Mitspieler frei. Am Ball jetzt Curtis Jones. Saka. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Thomas. Jetzt können sie vielleicht kontern. Abwehr muss aufpassen. Ja, die Fans wollen, dass sie was aus der Chance machen. Ecke für Liverpool. Da hoffen sie jetzt, den Vorsprung auf 2 Tore auszubauen. Jetzt die Ecke. Gut geklärt, das war wichtig. Sie können klären. Gut, dass er dazwischen geht, das wäre gefährlich geworden. Jetzt kann der Konter kommen. Liverpool mit dem Ballverlust. Party. Ødegaard ist das. Diogo Jota. Schön, spielt den Pass. Schönes Zuspiel. Oh ja, da hat nicht viel gefehlt. Der Keeper ist da einen Tick schneller. Das war richtig gefährlich. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. White. Der Ballgewinn. Und Grund ist dieses frühe Stören. Gute Chance. Also, das hätte mich dann doch sehr gewundert, wenn der reingeht. Also, der Winkel einfach zu spitz. Benjamin White. Saka. White. Arsenal jetzt mit dem Vorteil. Ødegaard. Der Ballgewinn jetzt. Partey. Ødegaard. Saka mit dem Ballverlust. So langsam wird es gefährlich. Gabriel Martinelli. Gehalten, macht er gut. Wechsel bei Liverpool. Die Gunners kriegen den Vorteil.
Jetzt kann da was entstehen. Wird das was? Kein Problem, den hat er. Luis Diaz. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. So, wer hat jetzt die entscheidende Idee? Zieht nach innen. Ist das das Tor? Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Angriff damit also. Beendet. Klasse Ballgewinn. Vielleicht machen sie jetzt was draus. Da klären sie erstmal. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Angriff läuft, machen sie erstmal richtig gut. Da ist jetzt viel Zug zum Tor. Luis Diaz, kein Tor. Und sie ärgern sich, denn damit hätten sie hier die Führung verdoppeln können. Ja klar, sie führen, läuft eigentlich alles, aber den hätten sie gerne mitgenommen. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Jorginho. Sehr guter Einsatz. Kann sich durchsetzen. Ist es das jetzt? Und da bedankt er sich natürlich. Ja, da machen sie es ihm zu leicht. Die Chance haben sie verschenkt. Ball ist weg. Gefährlich, der Steilpass. Steilpass kommt, aber er kommt ein wenig zu spät und den müssen sie früher bringen. So ist es natürlich abseits. Ah, wenn sie das cleverer lösen, dann wird es hier sehr gefährlich. So eben nicht. Der Schiri entscheidet auf Vorteil für Arsenal. Das macht er sehr gut. Chance zum Konter jetzt. Das macht er gut. Gehalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Sie bekommen den Einwurf jetzt. Gute Aktion. Jomoslai. Nicht das Tor. Unglaublich. Weiter hoffen sie hier, dass sie hier an diesem knappen Rückstand doch noch was drehen können. Denn er ist wieder da, macht wieder zu, vereitelt die Chance. Ganz starke Szene. Jetzt kann der Konter kommen. Das macht er ganz energisch. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi. Das kann man wohl sagen, Wolf. Völlig offen hier der Ausgang der Partie. Jetzt wieder der FC Arsenal am Ball. Außenwehrplatz. Er bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Ah, da hätte er für die Entscheidung sorgen können, aber kein Tor. Ja, den muss er machen, da wird er sich ärgern. Wechsel bei Arsenal. Und jetzt haben sie den Ball. Luis Diaz. Der Zug zum Tor. Andrew Robertson. Der ist drin. Und damit gehen sie hier kurz vor Schluss mit zwei Toren in Führung. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann das Tor aus kurzer Distanz. Das ist kein Problem mehr.
Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Party. Gutes Dribbling jetzt. Abwehr muss aufpassen. Holt sich den Ball. Es gibt Freistoß für Arsenal. Das ist Jorginho. Jetzt können sie es machen. Gleich kommt der Eckstoß rein. Saka führt die Ecke aus. Jetzt kehrt erstmal wieder Ruhe ein. Liverpooler Platz. Ist das das Tor? Er hat den Ball gehalten, aber Szene geht weiter. Fünf Minuten gibt's obendrauf. Ballverlust Liverpool. Arsenal kommt auf außen. Er gefährlich. Den hat Alisson, natürlich. Diogo Jota. Dominik Szoboszlai. Liverpool mit dem Ballverlust. Thomas. Ødegaard am Ball. Ja, das könnte was werden jetzt. Aber dann verlieren sie den Ball. Damit ist die Gefahr erstmal bereinigt. Die Chance für den Konter. Die Chance jetzt. Schlusspfiff in dieser Begegnung. Der Sieger ist heute Liverpool. Es wird also dieser klare Ligasieg. Sie lassen gar keinen Zweifel aufkommen. Das war schon wirklich stark heute. Das war gut, was er heute angeboten hat. Ein guter Auftritt bringt hier am Ende den Sieg. Das war eine wirklich schöne Leistung. Und man sieht natürlich auch, wie wichtig das ist, solche Leute, solche Schlüsselspieler in der Mannschaft zu haben.